Das Internationale Filmfestival und Forum für Menschenrechte in Genf ist eine der führenden Veranstaltungen dieser Art in Europa. Die Ausgabe 2020 wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Aber die Veranstalter geben den eingeladenen Aktivisten und Künstlern eine Plattform im Internet. Wir müssen zwar das Festival, aber nicht den Kern unserer Mission absagen. Der besteht natürlich im Zeigen von Filmen und anhand dieser Filme über Menschenrechtsfragen zu sprechen, die überall auf der Welt missachtet werden. Wir geben Aktivisten, Künstlern, Experten eine Stimme, um schlimme Situationen anzuprangern, Lösungen und mögliche Antworten vorzuschlagen und hervorzuheben. Das Festival präsentierte den Film Prison for Profit sowie die Buchrecherche von Ruth Hopkins, die diesen Dokumentarfilm über die Privatisierung von Gefängnissen in Südafrika und auf der ganzen Welt inspirierte. Wir haben von Folterungen erfahren. Gefangenen wurde gegen ihren Willen Psychopharmaka gespritzt. Diese Vorfälle ereigneten sich in einem Privatgefängnis, das von G4S, einem großen internationalen Konzern, betrieben wird. Die Firma G4S, die dieses Gefängnis betreibt, agiert weltweit. Aber man kann nie wirklich eine Verbindung herstellen. Im Kontext der Privatisierung sind sowohl die Häftlinge als auch die Wärter Opfer eines Systems, das den Ort Gefängnis zu einer Ware macht, zu einem Unternehmen wie jedes andere auch, ohne die Regeln des öffentlichen Dienstes und Achtung der Menschenrechte zu wahren. Eines der zentralen Themen in diesem Jahr ist das humanitäre Völkerrecht, insbesondere in Syrien. Der Film The Cave ist auf der Festivalseite und YouTube zugänglich. Die Hauptdarstellerin spricht auf dem Festival. Dieser Film bzw. diese Dokumentation zeigt meine Realität, meinen Alltag. Wir wollen mit diesem Film zeigen, was wirklich in Syrien passiert. Das ist unser Zeugnis über Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir wollen den Menschen den Überlebenskampf des syrischen Volkes, der syrischen Frauen und Kinder zeigen, wie sie unter diesen sehr schlechten Bedingungen leben. Die Themen dieser Online-Festival-Ausgabe sind zahlreich. Von China über den Sudan bis hin zu Palästina. Der Zustand der Welt wird durchleuchtet. Auch Umwelt- und Klimawandel gehören zu den Hauptthemen. Auf der Festival-Webseite findet man alle Debatten der diesjährigen Ausgabe.